أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Es wird über die Expeditionen der Muslimen gegen die Abtrünnigen berichtet. Die aufständig geworden sind. Dabei wird auch über die Expeditionen von Hazrat Mohajid und Hazrat Ikrama in Ginda und Hazrat Maud gegen die Abtrünnigen berichtet. Als Hazrat Muhajid in Sana'a die Oberhand erlangte, sandte er einen Brief. An Hazrat Abu Bakr -Anho, und informierte ihn über die gesamten Geschehnisse. Er wartete auf die Antwort. Zur gleichen Zeit haben Muas bin Jabal und die anderen Ummel, die in der Zeit des heiligen Propheten Fried und Segen Allah sein auf ihm, für ihre Positionen bestimmt wurden. Briefe an Hazrat Abu Bakr Anho geschrieben. Sie bat um Erlaubnis, nach Medina zurückzukehren. Hazrat Abu Bakr anho gab Moaz bin Jabal und den anderen Ummel die Befugnis, dass sie, wenn sie möchten, in Jemen verbleiben können. Und wenn nicht ebenfalls nach Medina zurückkehren können. Sie sollen jedoch an ihrer Stelle jemanden bestimmen. Nachdem sie diese Befugnis erhalten hatten, sind alle nach Medina zurückgekehrt. Hazrat Muhajir erhielt die Anweisung, dass er zu Hazrat Ikrama gehen soll. Beide sollen gemeinsam nach Hazar Maud gehen und Siad bin Labid unterstützen. Er gab ihm die Anweisung, indem er ihm auf seinem Amt beibehalten hat, dass diejenigen mit ihm, die zwischen Mekka und Jemen am Dschihad teilgenommen haben, ihnen die Erlaubnis gewähr gewährt werden soll, zurückzukehren. Wenn Sie zurückkehren möchten, können Sie dies tun. Indes soll dem Dschihad der Vorrang gewährt werden. Ikrama erhielt den Brief von Hazrat Abu Bakr. Al anho. In diesem Brief wurde er angewiesen, dass er mit Mohajib bin Umayyah gehen soll, der gerade von Sanaa komme. Beide sollen dann gemeinsam in Richtung des Stammes Kinder gehen. Nachdem er den Brief gelesen hatte, ging Ikrama von Mara los und machte in Abyan halt. Hier wartet er auf Mahdi bin Umayyad. Abyan ist ebenfalls ein Ort in Jemen. In tarikh Tabari steht bezüglich der Expedition gegen die Abtrünnigen des Stammes Kinder, dass vor der Abtrünnigkeit, als die Orte Kinder und Haser Maut allesamt den Islam angenommen hatten, der Heilige Prophet Friede und Segen auf ihm bezüglich der Einsammlung der Segar sagte. Von einigen aus Hazard Mode soll diese Gat in Kinder gesammelt werden. Und die Segat von einigen Bewohnern von Kinder soll in Hazard Mode gesammelt werden. Also, dass die Gat dorthin geschickt wird und es füreinander ausgegeben wird. Ferner soll die Gat von einigen Bewohnern von Hazard Mode in Segun gesammelt werden. Und von einigen Bewohnern von Segun. Ferner soll diese Zagat von einigen Bewohnern von Hazret Maud in Zagun gesammelt werden und von einigen Bewohnern von Segun in Hazret Maud gesammelt werden. Daraufhin sagten einige Leute aus Ginta, O Prophet Allahs, wir besitzen kein Kamel. Wenn der Prophet Allahs es für angemessen hält, so sollen die Leute auf einem Reittier uns die Zagat bzw. die Besitztümer bringen. Der heilige Prophet, Friede und Segen Allahs, sagte zu den Leuten von Hazret Maud, wenn es für euch möglich ist, dann sollt ihr dementsprechend handeln. Sie antworteten, wir schauen, wenn sie keine Tiere besitzen, dann werden wir dies tun. Als der heilige Prophet, Friede und Segen Allah, sein Aufheben verstarb und es Zeit war, die Segat einzusammeln, hat Ziad die Leute zu sich gerufen. Sie kamen zu ihm und die Banu Walia, also die Bewohner von Ginda, sagten, so wie ihr es dem Propheten, Friede und Segen Allah, sein Aufheben versprochen habt, sollen die Besitztümer der Segat zu uns gebracht werden. Sie antworteten, dass ihr die Tiere von Babardari besitzt, dass ihr die Tiere von Barbardari besitzt. Holt eure Tiere und nehmt diese Gargelder mit. Sie verweigerten es, diese Gatgelder selbst zu bringen. Ginda blieb bei ihrer Forderung fest. Anschließend kehrten sie zu ihren Häusern zurück. Ihr Verhalten war zweifelhaft. Mit einem Schritt ging sie nach vorne und mit einem zurück. Seat blieb in Bezug auf eine Maßnahme Ziyad blieb in Bezug auf eine Maßnahme Name, in Ergreifung gegen Muhajir zurück. Er ergriff gegen diese Gat Er ergriff gegen diese Gart Verweigerer keine Maßnahmen damit Muhajir kommt. Hazrat Abu Bakr al-Anho sagte, sandte einen Brief an Ikrama und Muhajir, dass sie nach Hazrat Maud gehen sollen und sie dazu ermutigen sollen, weiterhin seiner Verantwortung zu übernehmen. Gibt jenen Menschen die Erlaubnis zurückzukehren, die zwischen Mekka und Jemen mit euch sind, außer jene, die aus eigenem Wunsch im Dschihad teilnehmen möchten. Schickt Ubeda, Ubeda bin Saad zu unterstützen. Sa'd zur Unterstützung von Ziad. Hazrat Muhajir befolgte dies. Er reiste von Sanaa nach Hazar Maut und Ikrama von Abiyan nach Hazar Maut. Am Ort Ma'arib trafen sich beide. Beide überquerten die Wüste Suhaid, bis sie in Hazar Maut antrafen. Als Kinder aus Angst vor Hazrat Ziad zurückkehrten, Nahm Haseziat die Verantwortung, diese Sekatgelder von Banu Amr einzusammeln, in seine eigene Hand. Ein Jugendlicher aus Kinder hatte versehentlich das Kamel, Kamel seines Bruders an Haseziat als Sekat übergeben. Haseziat markierte es mit Feuer als Segateigentum. Er markierte es mit einem Siegel, dass es ein Teil der Sekatgelder ist. Als der Junge bat, das Kamel zu wechseln, weil es versehentlich dort war, dachte Haseziat, dass es eine Ausrede ist und lehnte es ab. Daraufhin holte er die Leute seines Stammes und Abu Sumed zu Hilfe, also jene, die das Kamel gaben. Als Abu Sumed Hasidziad darum bat, das Kamel zu tauschen, blieb Hasidziad seiner Meinung treu. Abu Sumed erzürnte und ließ absichtlich das Kamel frei. Daraufhin nahmen die Leute Hazazyat Abu Sumed und seine Männer gefangen. Das Kamel nahmen sie auch fest. Sie riefen aneinander zu Hilfe. Das Volk von Banu Moavia kam Banu Sumed zu Hilfe. Das Volk Banu Mo'avia sind jene, die Banu Haris bin Moavia und Banu Amr bin Moavia Und Banu Amr bin Moavia Zweige des Volkes Kinder. Das Volk Banu Moavia sind jene, die Banu Hades bin Moavia und Banu Amr bin Moavia Zweige des Volkes Kinder. Sie verlangten Hasizziat ihre Kameraden freizulassen. Jedoch verweigerte es Hasizziat, bis sie zurückkehrten. Er sagte ihnen, so geht das nicht. Geh zuerst, dann werde ich es mir überlegen. Als sie nicht zurückkehrten, griff Hasidziyat sie an. Dabei tötete er einige und einige verschwanden. Als Hasidziyat zurückkehrte, ließ er ihre Gefangenen frei. Als sie zurückkehrten, fingen sie an, sich für einen Krieg vorzubereiten. Banu Amr bin Banu Hashir und Ashad bin Ghaz und Simt bin Aswad kehrten an ihre Fronten zurück, verweigerten diese Gard und wurden abtrünnig. Daraufhin ließ Hasidziyat eine Armee vorbereiten und griff Banu Amr an. Viele ihrer Männer wurden getötet. Jene, die fliehen konnten, sind geflohen. Eine große Gruppe ließ Haseziat gefangen nehmen. Eine große Gruppe ließ gefangen nehmen. Auf dem Weg griffen die Leute von Ashas und Banu Hades an. Und befreiten ihre Gefangenen von den Muslimen. Nach diesem Vorfall gesellten sich einige Völker von Itraf ihnen zu, und auch sie verkündeten ihre Abtrünnigkeit. Hierauf sandte Hazret einen Brief an Hazret Muhajir und bat um Hilfe. Hazret Muhajir bestimmte Hazret Ikramah zu seinem Stellvertreter und attackierte mit seinen Anhängern Kinder. Die Menschen von Kinder flohen und verschanzten sich in einem Schloss namens Nujair. Dieses Schloss hatte drei Eingänge. An einem Eingang wurde Hasid positioniert, am anderen Eingang wurde Hasid Muhajir positioniert und der dritte Eingang war in der Gewalt von Kindern. Als Hasid Ikram anho beim dritten Eingang ankam, eroberte er auch diesen Eingang. Das Heer von Hasid und Hasid Muhajir umfasste 5000 Soldaten, bestehend aus Ansar, Muhajir und aus anderen Stämmen. Als die eingeschlossenen Menschen sahen, dass die Muslime weiterhin versorgt werden, breitete si, sich Angst unter ihnen aus. Deshalb ging ihr Führer namens Aschas zu Hasid Ikrama und bat um Frieden. Hazrat Ikrama nahm Aschas mit zu Hazrat Muhajir. Mit dem Führer Aschas waren noch weitere neun Personen und sie boten an, die Tore zum Schloss zu öffnen. Und sie boten an, die Tore zum Schloss zu öffnen, wenn sie im Gegenzug eine Friedensgarantie erhalten würden. Hazrat Muhajir akzeptierte diese Bedingung. Als Aschas die Namen der neuen Personen aufschrieb, vergaß er aus Angst oder Eile, seinen eigenen Namen aufzuschreiben. Er ging mit dem Schreiben zu Hazrat Muhajir, um es mit einem Stempel beglaubigen zu lassen. Aschas ging zurück zum Schloss und öffnete die Tore. sodass die Muslime eintreten konnten. In der Schlacht kamen 700 Gindi ums Leben. Da sie sich wehrten, kam es zu einem Kampf. Darüber hinaus wurden 1000 Frauen festgenommen. Danach verlangte Hazrat Muhajir das Schreiben und vergab all, jenen, all jene, die in diesem Schreiben erwähnt wurden. Auf dem Schreiben war der Name von Aschaz nicht zu finden, weshalb Muhajir... Sich Hazrat sich entschloss, ihn zu töten. Darauf auf Bitte von Hazrat Ikramah wurde Schahs mit den anderen Gefangenen zu Hazrat Abu Bakr al -Anhu, losgeschickt, damit er über ihn entscheidet. Als die Muslime mit der Botschaft des Sieges und den Gefangenen von Hazrat Abu Bakr al -Anhu, traten, rief Hazrat Abu Bakr al -Anhu, zu sich und sagte: Du wurdest von Banu Walia getäuscht, und sie sind nicht solche, dass du sie täuschen kannst. Und auch sie dachten, das über dich. Sie selbst wurden getötet und haben auch dich getötet. Fürchtest du dich nicht? Fürchtest du dich nicht davor, unter jenen Menschen zu sein, gegen denen der Prophet, Friede und Segen Allahs, sein auf ihm gebetet hat? Der Prophet hat vier Führer des Volkes Kind verflucht, mit Aschars, den Islam, die mit Eschass den Islam angenommen haben, angenommen und dann verlassen hatten. Hazrat Abu Bakr fragte. Was glaubst du? Was glaubst du, werde ich mit dir tun? Aschas antwortete, ich kenne ihre M Meinung nicht. Hazrat Abu Bakr al -Anhu, sagte, nach meiner Meinung sollte man dich töten. Er sagte, ich bin jener, der dafür gesorgt hat, dass zehn meiner Männer vergeben wird. Wie kann ich getötet werden? Hazrat Abu Bakr al -Anhu, fragte, haben die Muslime, die diese Aufgabe übertragen? Er antwortete, ja. Hazrat Abu Bakr al -Anhu, fragte, als sie dir diese Aufgabe gaben, bist du zu ihnen gegangen, um es zu beglaubigen? Er antwortete ja. Dann fragte er Abu Bakr, wurde mit jenen Menschen, die mit im Schreiben erwähnt wurden, wurde jenen Menschen, die im Schreiben erwähnt wurden, auch verziehen? Als Chas befürchtete, dass er getötet werden würde, sagte er: Wenn sie von mir etwas Gutes erwarten, dann befreien Sie diesen Gefangenen. Und verzeihen Sie mir meine Fehler und akzeptieren Sie meinen Eintritt in den Islam. Behandeln Sie mich genauso, wie Sie Menschen wie mich behandeln. Und geben Sie mir meine Frau zurück. Es steht geschrieben, dass vor diesem Ereignis Schahs einmal beim Gesandten Gottes erschien. Er hatte zuvor einen Antrag zur Heirat mit Umme Farwa bint Abu Gahafa, der Schwester von Hazrat Abu Bakr, gemacht. Hazrat Abu Gahafa, hatte der ehelichen Verbindung seiner Tochter mit Aschaz zusagend, deren Eheverhältnis gültig gemacht. Die Verabschiedungszeremonie, Ruxati, verlegte er auf die erneute Ankunft von Aschaz. Also, wenn er das nächste Mal erneut kommt, wird die Verabschiedungszeremonie durchgeführt. Ein Verfasser hat Umme Farwa auch als Tochter von Hazrat Abu Bakr bezeichnet. Wie dem auch sei, als der Gesandte Gottes Friede und Segen Allah sein, auf ihm verstarb und Aschas zum Abtrünnigen und Rebellen wurde, hegte er die Befürchtung, dass ihm deswegen seine Frau Umir Farwa nicht überlassen wird. Aschas sagt sagte zu Hazrat Abu Bakr: Sie werden mich in ihrem Gebiet unter den vortrefflichsten Leuten für die Religion Allahs vorfinden. Daraufhin verschonte Hazrat Abu Bakr sein Leben, akzeptierte seine Islamannahme und überließ ihm seine Familienangehörigen. Weiterhin sagt er, nun geh, es soll sein, dass mich über deine Person gute Nachrichten erreichen. So hatte Hazrat Abu Bakr auch sämtliche Gefangenen freigelassen, welche allesamt in ihre Gebete, Gebiete zurückgingen. Gemäß einer Überlieferung traute sich Eshas aufgrund seiner Wortbrüchigkeit, mit seinen Leuten nicht in seinem Stamm zurückzukehren. Abgetrennt vom Stammesbund der Gäß war er mit Ume Ferva wohnhaft in Medina. Als in der Ära von Hazrat Umar die Kriege von Irak und Sy Syrien gegenüberstanden, zog auch er an der Seite der islamischen Armee in den Kampf gegen die Iraner und Römer hinaus und vollbrachte herausragende Leistungen, weshalb seine Würde in Augen der Leute wieder in Höhe erhob und er seine verlor verlorengegangene Ehre wiederbekam. Kurzum, solange nicht Frieden und Sicherheit gänzlich Einkehr gefunden hatten und die Fundamente der islamischen Regierung nicht stabilisiert wurden, hielten sich Hazrat Muhajir und Hazrat Ikrama in Hazrat Maud und Kinder auf. Dies waren die letzten Kriege mit den abtrünnigen Rebellen. Nach diesen, wurden, nach diesen wurde die Rebellion komplett aus Arabien geschafft und sämtliche Stämme unterlagen nun der islamischen Regierung. Um in dem Gebiet den Zustand des Friedens und der Sicherheit beizubehalten und die Ursache von Rebellion und Auflehnung ganz und gar auszutilgen, legte Hazrat Muhajir dieselbe Härte an den Tag, wie er es in Jemen schon getan hatte. Hazrat Abu Bakr schrieb Hazrat Muhajir, dass er zwischen eines der beiden Gebieten Jemen und Hazrat seine Auswahl treffen soll. Er wählte den Jemen aus. So wurden zwei Gouverneure über Jemen bestimmt. Hazrat Abu, Abu Bakr hatte den gegen den abtrünnigen und rebellen agierenden Befehlshabern geschrieben: Nun denn, meines Erachtens ist es angezeigter, dass sie in der Regierung nur jene Personen einbeziehen, die rein von Abtrünnigkeit und Rebellion bleiben. Also, sind, sie sind jetzt natürlich zurückgekommen. Aber schaut dennoch, ob unter Ihnen jene sind, die zuvor abtrünnig wurden und rebellierten. Dann sagte er: Handeln Sie alle danach und halten Sie sich daran. Was jene aus der Armee betrifft, die nun heimkehren möchten, erteilen Sie ihnen die Erlaubnis zur Heimkehr und nehmt keineswegs einen abtrünnigen Rebellen zu Hilfe im Dschihad gegen den Feind. Meistens schreiben Verfasser, insbesondere die Biographen dieses Zeitalters, auf diese Kriege von Hazrat Abu Bakr eingehend, dass laut ihnen dieser ganze Dschihad gegen jene geführt wurde, die falsche Ansprüche zum Prophetentum erhoben hatten und Kraft des Schwertes unterdrückt und niedergeschlagen wurden, da dies deren Strafe gemäß der Scharia gewesen sei. Aber jener, der Geschichte und Biografie studiert, kann diese Ansicht keineswegs bestätigen wie bereits im Lichte des heiligen Koran, der gesegneten Handlungsweise des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein Aufheben und der Hadith zu, zuvor bereits ausgeführt wurde, dass weder der heilige Prophet Friede und Segen Allah sein Aufheben jemals ausschließlich wegen des Prophetenanspruchs eines jemanden eine Aktion veranlasst hat, noch die militärischen Operationen von Hazrat Abu Bakr nur dazu dienten, die falschen Propheten zu eliminieren. Der wahre Grund war das rebellische Bestreben dieser Leute." Näher darauf eingehend, wieso gegen die Anwärter des Prophetentums Seiten der Gefährten gekämpft wurde, schreibt Hasid Muslim Rasiat Allah Anhu, dass das Schreiben von Mollana Maududi, dass Gefährten gegen all jene gekämpft hätten, die nach dem heiligen Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sein Aufheben, das Prophetentum beansprucht haben, gegen die Aussagen der Gefährten ist. Mollana Maududi sollte bedenken, zu seinen Lebzeiten erfolgte dies. Dass diejenigen, die nach dem Propheten Friede und Segen sein auf ihm das Prophetentum beansprucht haben und gegen jene, die Gefährten gekämpft haben, all jene waren, welche gegen die islamische Regierung rebelliert hatten und der islamischen Regierung den Krieg erklärt haben. Weiter schreibt er: Mollana behauptet viel Wissen über die islamische Literatur zu haben. Hätte er doch die islamische Geschichte einstudiert, bevor er sich zu dieser Tat geäußert habe, so hätte er feststellen müssen, dass Musulmakasab, Aswadi Anzi, Sajjah bin Taharis und Duleya bin Chowalid Asadi all jene Personen waren, die sich geweigert haben, sich der Regierung Medinas zu unterwerfen und in ihren jeweiligen Ortschaften ihre Herrschaft ausgerufen haben. Hazrat Muslim anho schreibt, dass wenn er Maududi Tariqe bin Haldun genauer gelesen hätte, so wäre deutlich geworden, dass die Ansicht von Molona Maududi falsch ist. So steht dort, dass alle Araber, sei, seien es gewöhnliche oder besondere, dass die Nachrichten ihres Abfalls von dem Islam in Medina ankamen. Nur Quraysh und Tarkif, zwei Stämme es waren, die nicht von dem Islam abbekommen sind und Muselma Angelegenheit und Meselmas Angelegenheit nahm fest Fahrt auf und das Volk von De' und Assad nahmen den Gehorsam von tuleia bin Khweilid an und Chatfan kam auch von Glauben ab und Hawasan stoppte diese Tat ebenfalls und die Führer von Bani Sulaim wurden auch Abtrünnige. Und die vom heiligen Propheten Friede und Segen Allahs Sein auf ihm ernannten Führer kehrten aus jeder Stadt von Jemen, Yamama, Bani Esad zurück und sagten, dass die Großen und Kleinen der Araber sich dem Gehorsam verweigert haben. Hazrat Abu Bakr, al -Anho, wartete, dass Usama zurückkommt, damit gegen sie gekämpft werden kann. Aber die Stämme von Abbas und Subian eilten und haben sich beim Ort Abraq in der Nähe von Medina niedergelassen. Einige haben sich bei Dul-Gassa niedergelassen. Mit ihnen waren auch die Monotheisten von Bani Asad. Und aus Bani Kanana schlossen sich auch einige Menschen an. Alle von ihnen entsandten eine Delegation zu Hazrat Abu Bakr -Anhu, und forderten, dass sie bereit seien, ihnen bis zum Namas zu gehorchen. Sie versammelten sich also. Und sagten dies, dass wir bereit sind, bis zum Namas zu gehorchen, aber diese Garde werden wir nicht entrichten. Aber diese Forderung, wie Hazrat Abu Bakr Al ab, Hazrat anho schreibt, dass aus dieser Referenz ersichtlich ist, dass die Gefährten gegen jene gekämpft haben, die Rebellen gegen die Regierung waren. Sie weigerten sich, die Steuern zu zahlen und haben Medina angegriffen. Sie haben sich um Medina versammelt, dass wenn sie auf uns hören, Musulma selbst hat zu Lebzeiten des heiligen Propheten an ihm geschrieben, dass mir befehlen wurde, dass das halbe Land Arabiens für uns sei und die andere Hälfte für die Kuresh sei. Und nach dem Tod von Hasur, Friede und Segen sein auf ihm, hat er von Hajar und Yamama die von ihnen ernannten Statthalter, Sumama bin Asal fortgetrieben und wurde selbst zum Statthalter jenes Ortes. Und er griff die Muslime an. Genauso hat er zwei Gefährten aus Medina, Habib bin Zaid und Abdullah bin Wahab, gefangen genommen und ihnen mit Zwang den Glauben an sein Prophetentum aufgezwungen. Wie es bereits vorab erwähnt wurde, hat Abdullah bin Wahab aus Furcht zugestimmt, aber Habib bin Zaid lehnte ab. Daraufhin hat Musalma ihn Stück für Stück verstümmelt und seine Körperteile im Feuer verbrannt. Genauso wurden einige der vom Heiligen Propheten Friede und Segen Allahs sein auf ihm ernannten Offiziere des Jemens festgenommen und einige wurden streng bestraft. Ebenso heißt es in Tabari, dass auch Aswad Anzi eine Rebellion gestartet hatte und die Befehlshaber, die vom Heiligen Propheten Friede und Segen Allahs auf ihm ernannt wurden, bedrängte und befahl von ihnen, diese K zu beschlagnahmen. Dann hat er in Sanaa dem heiligen Propheten Friede und sengala seinen auf ihm ernannten Befehlshaber Shahr bin Badan, angegriffen und viele Muslime getötet, randaliert, den Gouverneuren getötet und nach seinem Tod seine Witwe ohne Einverständnis geheiratet. Dann ging auch Banu Najran in die Rebellion und schloss sich Aswat Anzi an und sie vertrieben zwei Gefährten, Amr bin Hazm und Khalid bin Said aus dem Gebiet. Aus diesen Begebenheiten ist ersichtlich, dass die Menschen, die den Anspruch auf das Prophetentum erhoben, nicht aus dem Grund bekämpft wurden, weil sie aus der Gefolgschaft des heiligen Propheten, Frieden und Segen Allah sein auf ihm, den Anspruch erhoben, Propheten zu sein, und sich unberechtigt die Verbreitung des Glaubens des heiligen Propheten, Frieden und Segen sein auf ihm, aneigneten. Die Gefährten bekriegten sich deshalb, weil sie die muslimischen Gesetze aufhoben und ihre eigenen Gesetze entwarfen, Anspruch auf die Herrschaft über ihr Gebiet erhoben und nicht nur Anspruch über ihr Gebiet erhoben, sondern weil sie Gefährten umbrachten, islamische Länder bedrängten, gegen bestehende Regierungen rebellierten und ihre Freiheit erklärten. Wenn die Behauptungen von Molana Maududi trotz dem Vorhandensein dieser Begebenheiten, dass alle Gefährten des heiligen Propheten, Friede und Segen Allah sein, aufheben, die Anspruchserheber des Prophetentums bekämpften, keine Lüge ist. Was ist es dann, wenn eine Person behauptet, dass die edlen Gefährten das Morden von Menschen für erlaubt erklärten? Wird es dann zur Wahrheit, nur weil Musalma kasab auch ein Mensch war und Aswad Anzi ein Mensch war? Hazrat Musleh Maud sagte diesbezüglich, dass diejenigen, welche die islamische Geschichte verzerrt wiedergeben, dem Islam keinen Dienst erweisen. Wenn es ihrer Meinung nach ein Dienst an dem Islam ist, dann sollten sie der Wahrheit dem höchsten Wert geben und Lügen und das Wiedergeben von verzerrten Begebenheiten völlig aufgeben. Wie dem auch sei auf dem arabischen Subkontinent kam es nach ihrem Ableben zu kleinen weiteren Rebellionen. Ein Historiker schrieb, dass nun alle Rebellionen zu Ende waren und alle Anspruchserheber des Prophetentums bekämpft worden waren. Mit welcher Strategie und Zügigkeit sah Abu Bakr Ziyat al anho diesen landübergreifenden Aufruhr beendete, diese landübergreifende Aufruhr beendete, spiegelt seine überragende Fähigkeit wider. Und es wird klar ersichtlich, dass er bei jedem Schritt göttliche Unterstützung und Hilfe hatte. In weniger als einem Jahr, in weniger als einem Jahr die Apostasiebewegung in den Griff zu bekommen und die islamische Herrschaft in ganz Arabien wiederherzustellen, ist eine erstaunliche Errungenschaft. Hasid Abu Bakr war überaus froh über den Sieg des Islam. Aber in dieser Freude gab es kein Anzeichen von Arroganz und Hochmut, da er wusste, dass alles allein durch Gottes Gnade und seinen Segen geschehen war. Es war nicht seine Kraft, durch eine Handvoll Muslime die kräftigen Armeen aller Abtrünnigen von ganz Arabien zu bekämpfen, zu besiegen und das Banner des Islams erneut mit absoluter Freude zu hissen. Von Hazrat Abu Bakr Sadiq Al -Anho, war nur das Problem, was für die Festigung des Einheitsglaubens und den Fortschritt des Islams getan werden soll. Die politische Motivation von Hazrat Abu Bakr war ausschließlich islamisch gefärbt. Und nur dieser Wunsch war stets in seinem Kopf und Herzen. Nach der Überwältigung der Rebellen kam jeder zu der Überzeugung, dass vor dem Khalifen des Propheten, Friede und Segen Allah sein Aufheben, sich kein Unheil mehr festigen kann. Doch Hazrat Abu Bakr, Al-Anhu war nicht froh wie jeder normale Bürger. Ihm war bewusst, dass die externen Kräfte erneut Unfrieden stiften können, indem sie Apostasie und Rebellion starten. Das Unheil war vorübergehend bewältigt. Es waren große Mächte an der Grenze Arabiens, die die externen Feinde des Islams waren. Sie können erneut Unheil stiften. Deshalb war er nicht voller Freude. Um von den Machenschaften der arabischen Stämme beschützt zu bleiben, wurde es als besser eracht erachtet, dass deren Augenmerk auf Iran und Syrien gelenkt wird, damit sie nicht dazu kommen, gegen die Führerschaft Unheil zu stiften. So sollen die Muslime Zufriedenheit erlangen. Und mit Herzen den Geboten des Glaubens folgen können. So war es für die Verteidigung der arabischen Grenzen und Befestigung der Bündnisse der islamischen Regierung wichtig geworden, den Islam an die Großmächte zu verbreiten, damit diese Völker die universelle Lehre des Islam akzeptieren oder verstehen und selbst ihr Leben friedlich verbringen und auch andere von ihren Machenschaften befreit in Frieden ihren Glauben ausleben können. Wie dem auch sei, was Hazrat Abu Bakr anho dafür für Anstrengungen unternahm, darüber steht in den Geschichtsbüchern, dass nach den Kriegen gegen die rebellischen Apostaten und den Feldzügen Hazrat Abu Bakr Sadiq al anhu mit den Gedanken über die weiteren Schritte beschäftigt war. Welcher Plan für den anhaltenden Schutz gegenüber den feindlichen Mächten des Islam, Iran und Rom erstellt werden soll, dass auch zu Lebzeiten des Propheten Fried und Segen Allahs sein auf ihm diese Mächte Arabien unterwerfen wollten. Nachdem der Heilige Prophet Fried und Segen Allahs sein auf ihm verstarb und das Feuer der Apostasie aus den verschiedenen Bezirken der Regierung in Medina umzingelte, hinter dem auch die Mächte diese Mächte involviert waren. Sahen sie dies als Anlass und es versammelten sich die Streitmächte von Heraklius in Syrien und die Persischen in Irak. Deshalb war es unmöglich, dass Hazrat Abu Bakr, Anho, welcher dem Verfehl des heiligen Propheten folgend als erster gegen die Römer das erste Heer unter der Führung von Hazrat Usama entsandte, gegenüber diesen tyrannischen Mächten furchtlos, furchtlos blieb. Bevor er vor allen einen Plan präsentierte, bekam er die Botschaft, dass Hadith Musanna bin Harissa, welcher in Bahrain dabei half, die Rebellen zu bekämpfen, mitsamt seinen Gefährten am Rande des Golfs von Iran gen Süden nach Irak vorzog. Letztendlich Letztendlich kamen sie in den arabischen Stämmen an, welche in den 1,5 bis 2,5, bis 2,5 Bezirken von Tigris und Euphrat wohnhaft waren. Hazrat Musanna bin Hadissa war von einem Stamm der Bakr bin Weil. Der Ort von Bahrain lag zwischen, zwischen dem persischen Golf und darunter waren auch die Inseln Qatar und den Emiraten von Bahrain. Die Hauptstadt davon war da So hat Hazrat Musanna gemeinsam mit Hazrat Alan bin Hadrami bereits einen Krieg gegen die Rebellen geführt. Und die Menschen, die in Bahrain und in der Nähe davon gelebt haben, welche auf den Islam standhaft, im Islam standhaft waren und die mit dem Islamischen Armeen gemeinsam an den Kriegen gegen die Rebellen teilgenommen hatten, so war Hazrat Musanna ihr Anführer. Hazrat Abu Bakr hatte über die weiteren Schritte noch keine Entscheidung gefällt, dass Hazrat Musanna selbst nach Medina gekommen war. Und er hat Hazrat Abu Bakr über Irak informiert. Die Orte, die im Delta von Tigris und Euphrat liegen, so sind diese unter der Gewalt der örtlichen Anwohnern und somit in Schwierigkeiten. Diese werden bedrängt. Die Araber arbeiten mehr auf dem Feld. Und wenn die Ernte reif ist, dann stehlen die örtlichen Menschen diese. So hat Hazrat Musanna bin hadissa gesagt, dass mit der Entscheidung der islamischen Armeen diese Menschen von der Drangsal befreit werden sollen. Hazrat Abu Bakr hat sich mit den weisen Bewohnern von Mekka beratschlagt und er hat den Vorschlag von Hazrat Musanna bin hadissa vorgelegt. Da die Menschen mit der Situation der Iraker unvertraut waren, wurde deshalb der Vorschlag gemacht, dass Hazrat Khalid bin Walid gerufen werden soll. Und die ganze Angelegenheit soll vor ihm gelegt werden. Er soll nach einem Ratschlag befragt werden. Hazrat Khalid bin Walid war in jenen Tagen in Yamama zugegen. So hat Hazrat Abu Bakr ihn nach Mekka gerufen. Nach der Ankunft von Hazrat Khalid bin Walid, in Medina, als Hazrat Abu Bakr den Angriff auf Irak als Vorschlag von Hazrat Musanna ihm vorgelegt hatte, so dachte auch Hazrat Khalid bin Walid, dass Hazrat Musanna bereits eine Mission gegen die Iraker begonnen hat. Wenn diese dann, Gott behüte, scheitern sollte, so werden die iranischen Befehlshaber noch widerstandsfähiger. Sie werden, sie werden sich nicht nur damit zufrieden geben, dass sie Hazrat Musanna aus den Grenzen Irans hinaussenden, denn Bahrain wird erneut seinen Besitz und Einfluss in dessen angrenzenden Orte versuchen zu festigen. Und in solchem Zustand wird dies für die islamische Regierung eine Gefahr darstellen. Daher sagte er, um sich vor dieser Gefahr zu schützen, sollte eine ausreichende Hilfe angeboten werden. Zu Hasid Musanna soll eine Armee gesendet werden und statt dass die Iraner in den arabischen Grenzen ihrer Macht und Einfluss stärken, werden zu noch mehr Zerschlagung gedrängt werden, damit von diesen aus die Araber nie wieder eine Gefahr zu fürchten haben. Hazrat Khalid bin Walid hat seine Meinung dazu geäußert, so haben auch andere Gefährten ihre Meinung gehört und die Vorschläge von Hazrat Musanna akzeptiert. Und Hazrat Abu Bakr hat Musanna zum Anführer über die anderen ernannt, an deren Seite er gemeinsam nach Irak vorgestoßen ist. Und er gab den Befehl, dass zurzeit dort die ansässigen arabischen Stämme sich zugesellen sollen und diese mit zum Krieg überzeugt werden sollen. Und dazu hat er auch gesagt, dass bald schon ein Herr von Medina für ihre Hilfe entsandt werden wird, mit dessen Hilfe sie den weiteren Vers Vorstoß weiterführen werden können. Es ist die Auffassung einiger Historiker, dass weder Musanna zum Verlangen nach Hilfe von Medina gegangen war und noch er Hazrat Abu Bakr getroffen hat. Es, er soll stattdessen mit seinem Heer in, Delta, in die Delta-Region des Ortes vorgedrungen sein. Und als er weiterging, hat er den iranischen Krieger Hormus bekämpfen müssen. Damals war Hormus, der Offizier der Grenzarmeen, und der höchste Rang, den Chosrau, einem geben konnte. So zählte Hormus zu diesen Leuten. Der Krieg zwischen Hormuzan und Musanna war noch im Gange, als Hazrat Abu Bakr von diesen Geschehnissen erfuhr. Er hatte den Namen Musanna zuvor nicht gekannt. Als er nach dieser Nachricht ermittelte, erfuhr er, dass Musanna bei den Kriegen der ersten Fitna und Aufstände in Bahrain zahlreiche Meisterleistungen vollbracht hatte. Hazrat Abu Bakr befahl Hazrat Khalid bin Walid, dass er für die Unterstützung von Musanna mit einer Truppe nach Irak gehen solle und nach dem Besiegen von Hormuzan nach Al-Hiran aufbrechen solle. Al-Hira ist auch eine drei Meilen von Kufa entfernte Stadt. Jedenfalls erteilte er gleichzeitig auch Hazrat Yad bin Rinem den Befehl, dass er nach Dumat al-Jandal gehen solle. Dumat al-Jandal ist eine Burg und Siedlung zwischen Syrien und Medina, die gemäß der Reise. Form der Muslime bei einer Entfernung von 15 bis 16 Tagen lag. Nach dem Unterwerfen der dortigen rebellischen und abtrünnigen Bewohnern erreichte er Al-Hira. Hazrat Iyad bin Ranim war ein Gefährte des heiligen Propheten Friede und Segen Allah sein auf ihm. Er hatte noch vor dem Abkommen von Hudebia den Islam angenommen und auch daran teilgenommen. Hazrat Abu Ubaidah hat ihn zum Zeitpunkt seines Todes in Syrien als sein Nachfolger bestimmt. Hazrat Umar -Anho behielt ihn auf diesem Posten und sagte: Ich werde nicht den Anführer ändern, den Hazrat Umar al -Anho als Anführer bestimmt hat. Jedenfalls sagte Hazrat Abu Bakr, -Anho, dass wer immer von Hazrat Khalid bin Walid und Hazrat Yad bin Ranim al-Hira erreichen würde, derselbe an diesem Ort die Führung über die Kampftruppen haben würde. Wer von beiden Hasad Khalid bin Walid oder Hasad Riaz bin Renem in Hira ankommt, derjenige wird in diesem Ort die Erlaubnis zur Verbreitung kriegerischer Maßnahmen erhalten. Gemäß einer Überlieferung, als Khalid bin Walid in Yamama fertig war, schrieb Hasad Abu Bakr Fang in Abdullah an und versucht, über die bergischen Wege Iraks nach Irak zu kommen. Versucht auch, andere Menschen mitzunehmen und ladet sie auf dem Weg zum Allah ein. Wenn sie diesen annehmen, dann ist gut. Ansonsten nimmt Jizya von ihnen und wenn sie es ablehnen, Jizya zu zahlen, dann bekriegt sie. Aber nötig keinen mit euch in den Krieg zu ziehen und nimmt keine Hilfe von denjenigen an, die sich vom Islam abgewandt haben, auch wenn dieser zu einem späteren Zeitpunkt zum Islam zurückgefunden hat. Und nehmt den Muslim mit, an dem ihr vorbeikommt. Dann hatte Abu Bakr für die Unterstützung von Hazrat Khalid mit der Vorbereitung für eine Karawane begonnen, als Hazrat Khalid bin Walid auf dem Weg von Yamama nach Irak seine Armee in drei Gruppen aufgeteilt hatte und alle nicht über demselben Weg losgeschickt hatte, sondern Hazrat Musanna zwei Tage vor, dem eigenen, vor der eigenen Abfahrt losgeschickt hatte. Danach hat er Adi bin Hatim und Asim, Asim bin Amr im Abstand von einem Tag jeweils losgeschickt nach allen anderen Khalid bin Walid dann selbst losgezogen und hat allen versprochen sich in Khafir zu versammeln damit sie dort dann gemeinsam vor dem feind auftreten können Khafir ist ein Ort an dem als erstes von Basra auf dem Weg nach an dem man als erstes von Basra auf dem Weg nach Mekka vorbeikommt es steht geschrieben dass an diesem abend diese karawane sich in besonderem durch seine größe und stärke auszeichnete der vorgesetzte der Vorgesetzte war Churmus gewesen. Auf der einen Seite befand sich die Wüste und auf der anderen Seite die Ahlehind. Jedenfalls war die Anzahl von Hazrat Khalids äh, her sehr gering, da zum einen ein sehr großer Teil dessen während der Schlacht von Yamama verbraucht wurde und zum anderen hatte Hazrat Abu Bakr, anho angewiesen, dass wenn jemand nicht nach Sirab möchte, dieser nicht dazu gezwungen werden solle. Gleichzeitig gab er, Razet al auch die Anweisung, dass außerdem kein ehemals Abtrünniger, selbst wenn dieser wieder an den Islam glaubte, ins islamische Heer aufgenommen werden sollte, solange dieser nicht vom Khalifa extra Erlaubnis hierzu erhielt. Hazet Abu Khalid schrieb Hazet Abu Bakr, ihm mehr Unterstützung zu schicken, worauf er nur eine Person, Gaa bin Ahmar, zu Hilfe schickte. Dieser war verwundert und fragte: Sie schicken Khalid? nur eine Person zu Hilfe, obwohl ein Großteil des Heeres nun von ihm getrennt ist. Hazrat Abu Bakr antwortete, in dem Herr, in dem ein Mann wie Raka ist, dieses kann nie Verlust erleiden. Trotzdem schickte er durch Raka Khalid einen Brief, in dem er schrieb, dass er jene motivieren soll, sich seinem Herr anzuschließen, die nach dem heiligen Propheten Frieden und Segen Allahs sein auf ihm die Gesetze des Islams befolgten und gegen die Abtrünnigen in den Kriegen kämpften. Nach Erhalt des Briefes begann, begann Hasad Khalid sein Heer aufzustellen. Über das Testament bezüglich der irakischen Landwirte von Hasrat Abu Bakr Anho und dessen Vorgehensweise steht geschrieben, dass die Araber auf den irakischen Ländereien als Landwirte arbeiteten. Nach der Ernte erhielten sie einen sehr kleinen Teil der Aufteilung. Einen großen Anteil bekamen öfters die iranischen Landwirte, die Betreiber dieser Grundstücke. Diese Landwirte unterdrückten massiv arme Araber und behalten, behandelten sie schlimmer als Sklaven. Hasid Abu Bakr befahl seinen Befehlshabern in Irak, dass während dem Krieg den arabischen Landwirten weder Schmerzen zugefügt werden soll, noch sollen sie umgebracht oder gefangen genommen werden. Außerdem sollen sie auf keinste Weise misshandelt werden. Sie sind genau wie Sie Araber und werden von den Irakern unterdrückt. Sie sollten Sie darauf hinweisen, dass durch das Durchsetzen der arabischen Politik die Tage Ihrer Unterdrückung enden werden. Und jetzt kann er durch seine Staatsangehörigkeit der wahren Gerechtigkeit, zulässigen Freiheit und Gleichstellung profitieren. Durch die weise Tat, und durch die weise Tat von Hazrat Abu Bakr profitierten die Muslime sehr. Die Wege der Siege wurden erleichtert. Er machte sich keine Sorgen, dass sie beim Vorwärtsschreiten von hinten angegriffen werden und sein Weg verdeckt wird. Als Khalid bin Walid Halt machte, war Hazrat Musanna mit seinem Heer in Kafan anwesend. Das ist ein Ort zwischen Nivaj, Basra und Yamama. Kafan ist ein Ort in der Nähe von Kufa. Hazrat Khalid schrieb einen Brief von, an Hazrat Musanna, dass er zu ihm kommen soll, und fügte diesen Brief, den Brief von Hazrat Abu Bakr, hinzu, in dem er Hazrat Musanna bin Harissa befahl, gehorsam gegenüber Hazrat Khalid zu sein. Dies ist eine Erwähnung von Tariq Tabari. Als erstes war es diese und dann, dass Hazrat Abu Bakr Khalid selbst geschickt hat. Es fanden Kriege statt, welche Kriege stattfanden und was ihre Namen waren und die Geschichte dieser Siege werde ich, inshallah, in naher Zukunft erwähnen. Die Kriege, die die Muslime zur Zeit von Hazrat Abu Bakr Raziat Allah anho gekämpft haben, gegen die Iraner, gegen die Iraner auf dem Gebiet des Iraks und die Siege die gesegnet wurden werden inshallah alhamdulillah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذو يَسْتَجِبْ لكم ولذكر الله اكبر